Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge auf der Karte auf diesem Marsch. Wir bereiten uns auf Feld Nummer 2 vor. Das heißt Feld Nummer 15. Also mit Kursladen und so weiter und so fort. Naja. Bin ich rausgesprungen. Er dünkt noch nebenbei. So, anhängen. Ja, X, ne, nicht Q, ne? So, leih mal Kursfeld an. Feld Nummer 15. Ernte, Feld Nummer 15. Da fahren wir gleich hin. Da sagt schon Nummer 1, also da wird mir später Herz dann nicht mehr. So, mal sehen. X. Ausklappen alles. Ah, nicht vorne. Nur für den Test. Einmal ist ja mal, ne? Aber ist der nicht reif? Das war früher ausgesagt, wachsen. Mit dem Wachstum. Prozent. Kann nicht mehr lang dauern. So. Aber nur rein hypothetisch. Es könnte ja sein, ne? Da müsste jetzt was passieren. Da passiert nichts. Macht nichts. Aus. Licht aus, Strom fahren. So. Düngerfuzzi. Den fahren wir zurück und gleich zur BGH Nummer. Weiß ich Nummer. Ja, 2 oder 1, ne? Wie wollen wir ihn nennen? Sag mal Süd. Das wir nachher vorbereiten. Wegen Düngen, ne? Da war da was gewesen. Oh, ein bisschen besser. Bloß kein Gegenverkehr kommt. Auf dem Licht an. Rüber zur BGH Nummer 2. Nord war das. Jetzt gibt es ja schon BGH zum Platzieren, also das ist noch besser Prinzip. So, Kühe aufstehen, hoch, sagt Licht, die Helle. Habe gelesen, jetzt gibt es einen Test, Geo,
von Österreich. Und das ist aber auch im Grunde, ich sag mal, auf ganzem Land zu machen, ist irgendwie Quatsch. Ist nicht logisch. Nördlich der Alpen ist ganz anderes Wetter als südlich der Alpen. Also da ist es deutlich schwüler und wärmer als nördlich der Alpen. Oh, ja, fast leer, macht aber nichts. Hier, wenn man hier mal schaut, wo drin ist, müsste eigentlich voll sein. Ja. 800.000. Aber lass mal hier stehen. Weil wir düngen aber erst und fahren den Kurs ein. Oh, 37%. Kann sein, dass wir wahrscheinlich eher den Weizen machen werden. Und der war 83%. Oh, kalt. Ein bisschen länger halten drauf, ne? Ja, 67%. Schon sehr trockene Boden hier. Also ich habe einen Plan. Hier will ich Gras einsehen. Apropos Gras einsehen, können wir ja mal ganz pauschal. Da, move. Ah, geht's euch gut? Ich hoffe. Keine Respekt für Tiere, wir machen keinen Platz. Wie gesagt, auf dem Wasser. Wasser ist grün, Stroh auch, Nahrung ist super auch, Stroh, Gras, ja, Alter 2 Jahre, passt, Gesundheit, passt auch. Gut, dann werden wir wahrscheinlich auf Feld 2 beginnen, ne? Macht aber nichts, dann müssen wir noch Kurs berechnen. Wir werden aber nicht schlafen. Wir werden mal den Stroh abkippen und dann nochmal Wasser fahren. Oder brauchen wir nicht. Schade, dass ich das nicht, Träger nicht alleine reinzieht. Aber wäre auch blöd, dann kommt er nicht mehr rein mit Wasser. Ihr kommt nicht mehr vorne. Ich stelle mich hier mal so hin. Ich bin beide in eine Kuldigruppe gefallen. Aber erst rüsten um auf normale Bereifung, weil das passt ja gerade so durch. Ne? Nur ein bisschen.
So. Ich kann nur lackieren, also dahin geht nicht. Das ist keine Halle vom Bogen, das kann man also beruhigt ignorieren. Bei der Mission, bei dem Feld, fällt mir jetzt wieder ein, da hätte ich hier vorne auch noch was ernten müssen. Heißt, ich habe im Grunde nicht alles abgeerntet und gepresst, dadurch konnte die Mission nicht erfüllt werden. Licht machen ist auch eine gute Entscheidung, ne? Yeah. So, wie ist eigentlich Wettervorhersage? Macht uns kein Regen. Also hier müssten wir theoretisch im Frühjahr wieder Gras ernten und spätestens hier aussehen. Dann klappt das auch mit der Ernte. Bis so, Winter ist gut. Na, Weizen geht nur so, ersten Winter. Ist aber Stuss. Also Weizenernte bis zum Winter ist Blödsinn. Gut, dann muss ich noch da nachdenken. So, wann meldet der Regen? Sonntag 18 Uhr. Heute haben wir. Also wir hätten theoretisch morgen einen ganzen Tag Zeit für drei Felder. Und die sind noch nicht reif. Fruchtfolge. Was wollen wir nach Gras machen? Weizengerste. Ja, hatten wir das gehabt. Trikale haben wir gehabt. Wo? Aber liegt nicht. Dann machen wir jetzt Trikale. Aus Prinzip, aber nichtsdestotrotz. Na ja gut, das kann man mal noch anpassen zur Not. Hauptsache der Ertrag bringt was ein. Dass wir gut über 100% sind. Ach, Mu. Die war es gewesen, ja. Wir werden mal den Schalter kaufen hier. Den zweiten. Wieder nur über. Und dann über B. Ah, Garage. Das ist totes Geld, der wird immer vom Wert weniger. Wo es eigentlich Blödsinn ist. Wenn du einen Stall gebaut hast, dann kannst du nur wegreisen. Den Milchhof lasse ich trotzdem stehen, den zweiten. Wo ist denn der? Die Puppen haben auch nichts gebracht. Die Pumpen bringt auch nichts. Aber jetzt dunkel sieht man nichts mehr. Das bringt jetzt auch nichts. Ja. 120 Tiere los? Na dann auch kein Wunder. Ja, dann verkaufen wir den mal. Das war vorher drin gewesen, aber egal. Weil einen dritten Stall, den wir vorher nicht brauchen. Ich habe eigentlich vor, wenn es klappt. Wenn es so ist wie im reellen Leben, dass die Kühe auch männliche Tiere bringen, das sind dann Masttiere. Zwar keine perfekten Masttiere, aber sind Masttiere. Je nachdem, wie das vom Fellerlichen abseits ist, vom Bullen,
Verwandtschaft, ob das ein Masttier ist oder ein Milchtier ist, davon hängt es ab, ob das Tier entsprechend gewisse Eigenschaften hat. Man kann es ein bisschen beeinflussen. Aber das ist reiner Zufall, das ist, kann auch eine eher Tendenz so sein wie eine Milchkuh, nicht so stark mit Fleisch behaftet. Aber das ist reiner Zufall. Aber hier mit Wasser auffüllen, das ist nicht üblich. Die Tiere haben in der Regel Wasserstellen, die es automatisch auffüllt, wo die Tiere im Prinzip durch Berührung der Schnauze versucht erreichen, dass die Tiere Wasser bekommen. Der Mist geht durch den. Die Wand, ein Loch. Wir müssen einen größeren Behälter hauen, aber gut, okay. Für heute geht's noch. Wie werden wir das Geld zurückzahlen an Schulden? Das ist verkehrt. Zurückzahlen. Wir hatten uns jetzt verschuldet wegen den Stellen. Wegen dem zweiten, dritten Stall vor allen Dingen. Hat ja nicht ganz so gereicht. Damit wir nicht so viele Zinsen zahlen müssen, schalten wir uns mal zurück. Wir können uns ja nachher wieder ausleihen. Die GGH müssen auch ein bisschen was bringen. Sitzlinge, ja. Viele Bäume gepflanzt. Ernte, BGH-Einnahmen. Lohnzahlung, sonstiges ist Dünger und Dings. Kreditzinsen 7000, ja. Es ist nachts, mal ein bisschen Geschwindigkeit erhöhen. Auf 60. Dichter rangehen. Den Fehler machen nicht normal schlafen. Das könnte auch ein bisschen ein Wachstum beeinflussen, was ich aber nicht nachvollziehen kann, also nicht belegen kann. Was aber voll. Machen wir wieder voll. Hier fehlt ein bisschen Licht. Der Herbst ist da. Einer BGH, immerhin etwas. Ja. Ein Reif. Gut, der ist fertig, alles gut. Da sind unsere Felder alle maximal gedüngt. Das ist gut. Sehr gut sogar. Reifestatus, das kann man hier auch erkennen. Oh, den glaube ich nicht, das ist das Dings hier. Das ist komisch, das Gras, Mission gemacht und gleich wieder reif. So. Ist noch nicht reif. Das ist hier mal bescheiden. Das war der KI, nicht ich. Button 18 drauf.
Gras. So, liebe Freunde, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Würde mich freuen, wenn ihr euch morgen wieder reinschaut. Dann sagen wir Tschüss und Winke Winke. Ciao. Und Winke Winke. Bis dann. Ciao.